hatte ich doch ja gemacht. Stimmt, ich wollte die Palme da machen. So, haben wir gemacht. So, jetzt wäre ich dann auch nochmal da runter. Okay. Und auch das haben wir. So, hier war alles leer. Und da unten war nochmal. Ich glaube, da habe ich nochmal Schrottmöglichkeit gehabt. Ja, habe ich nochmal gehabt. Ja. Warum machst du eigentlich nicht den anderen Haken? Weil ich dafür, glaube ich, was höherwertigeres brauchte. Ich gucke gleich nochmal nach. Das war jetzt nochmal aus Gewohnheit. Und Bretter. Genau. Bolzen. Das war das Problem gewesen. Waren die Bolzen? Ne? Okay, der Stein ist schon wieder zu viel. Okay, Steine haben wir eh ohne Ende. Hier hätten wir nochmal Lehm. Lehm kriege ich mit. Deshalb nehmen wir auch das Lehm hier nochmal mit. Lehm, Lehm, Lehm. Warte mal hier, da. Nüscht, nüscht, nüscht. Da ist unser Anker. Mal Sauerstoff hier reinkriegen. Ja, Luft, genau. Okay, hier haben wir nochmal Zeug. Was ist das hier? Lehm und Sand. Oh Gott, hier ist nochmal Sand. Oh Gott. Ich brauche nochmal Platz, weil ich muss erstmal die Pflanzensamen loswerden, weil, ist so, warte mal, was haben wir hier? Hier irgendwelche Samen erstmal weg. Das müsste man ja gleich mal sofort sortieren, wenn wir Kurs aufgenommen haben. Erstmal alles hier weg. Hier noch die Blume weg. So, dann ist das schick. Sand brauchst du, glaube ich, für Glas. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass ich daraus Glas kriege. Weil Real Life besteht ja, das ja auch aus Sand. Gott, guck mal, wie viel Schrott hier unten ist. Wie geil ist das denn? Gott, jetzt kriegen wir ja Sand hier. Das ist super. Da, seht ihr Sand, ja? So, Sauerstoff muss ich gleich aufpassen. Und der Hai ärgert mich gerne gerade. So, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Und dann gleich wieder runter. Der Hai soll mal lieber Luzi ärgern. Oh Gott, der hat mich aber gerade hier voll in Behakung. Das heißt, ich muss gleich wirklich hoch. Damit er mich nicht nochmal... Wow, 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 wow. Okay, jetzt muss ich erstmal auf Gesundheit kommen. Fischi, nee, Mango ist hier, einfach essen. Ja, 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 ja. Da kriege ich nämlich auch gleich noch ein bisschen Durst rein. Ist in Ordnung. So, das heißt, wir müssen gleich nochmal runter, wenn wir wieder Trefferpunkte haben. Und vor allen Dingen muss ich mal gucken, dass ich hier nochmal ein bisschen was loswerde. Ah, erstmal nicht. Hier kann ich zum Beispiel stapeln. Ja, haben wir hier nochmal gestapelt. Hier haben wir nochmal Blumen. Da können wir ja auch nochmal rausziehen, dass das hier Inventar hier mal ein bisschen übersichtlicher wird. So. Hier ist dann nochmal Schrott. Da ist das hier. Alle doch mal ein bisschen ordnen. Ja, die nehme ich einfach mal mit. Das ist zuverlässiger, ja, Nahrungsträger, ne? Da oben sind nochmal Palmen, wie ich sehe. Guck mal nochmal, ob ich die Palmen oben nochmal kriege. Weil hier oben ärgert mich wenigstens der Hai nicht. Während ich hier noch auf Low HP bin. Ah ja, tatsächlich, die kriege ich nochmal ran. So, die hier kann ich leider nicht nehmen. Das wäre geil, wenn ich hier die züchten könnte oder so. Ja, an die Palmen komme ich irgendwie nie ran. Ich guck mal, ob ich die vielleicht nochmal rankriege, weil ich hier am äußersten Rande einfach so stehe. Nee, geht nicht. Schade. Schade, schade, schade. So. Wie sehen deine Trefferpunkte aus, Luzi? Oh, sehr niedrig. Sehr niedrig, okay. Pass auf, die Sonne geht gerade runter. Das heißt, wir übernachten einmal hier, Luzi. Komm mal her. Ich mal gucken, ob das jetzt schon geht. Komm mal, leg dich mal hin. Kann tagsüber nicht schlafen, steht hier gerade. Also wohl noch zu früh. Ey. Ja. Aber wir können sowieso gerade nicht viel machen. Nur hoffen, dass es gleich dunkel wird. Doch. Warten. Wir können schon was machen. Was? Mit Low HP?
Ich riskiere es einfach. Riskiert's einfach. Ich kann ja währenddessen noch mal gucken, ob ich noch mal Kisten bauen kann. Ich sag mal so, das, Kunststoff. was ich jetzt gerade so ohne mache. Ich könnte aufräumen, ja, das könnte ich auch machen, ja. Ja, das könntest du mal machen und in der Zeit gucke ich, dass ich schon hier zurecht bin. So, okay, dann versuchen wir hier mal ein bisschen aufzuräumen. So, war mal die Kiste. Die erste Kiste, die ich hier mache, ist alles mit Blumen. Alles mit Blumen und Blumensaat. So, das ist hier auch. So, was sind das für Blumen? Das ist weiße Blumen. Das ist hier dann die da, der Slot. Das sind die weißen Blumen. So, dann haben wir das schon mal da. So, die, tja, ja. So, das sind gelbe Blumen. Das sind Wassermelonen, Palmsamen. Das sind Saat für Blumen. Schwarze Saat für Blumen. Okay. Da ist nichts mit Blumen drinne. Da ist Glibberzeug drinne. Da ist Metallerz drinne. Ja, Metallerz. So, das heißt, die Kiste hier ist nur für Blumen. Das ist die sogenannte Blumenshow. So, das haben wir alle drinne. Das ist halt Blum, 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 Blum. Gut. Gelber Samen. Was ist denn das? Rote Blumen. Schwarzer Samen. Das heißt also, wir brauchen mal theoretischerweise noch eine zweite Kiste, damit die rote Saat noch reinkommt. Da werden wir mal gucken, wenn wir rote Saat haben. So, die Kiste hier. Ja. Ist für Erz, Lehm und Sand, würde ich sagen. Warte mal, machen wir das hier mal alle draus. Erz, Lehm und Sand. So, jetzt gucken wir mal, was ich hier und. Das sind hier Palmsaat, das Saat. Das ist hier einmal Lehm. Das ist einmal Erz und das ist einmal Sand. Okay, das heißt hier mal so hin. So, einmal Erz, einmal Lehm, einmal Sand. Sehr schön, das funktioniert. Die nächste Kiste ist dann für Schrott. Das heißt, wir werden mal das hier alles hier rausholen. So, und dann kommt da der Schrott rein. Das ist ja ganz schön schrottreif. Jetzt haben wir wirklich mal eine Menge Schrott hier. So, gucken wir mal, ob wir hier noch mehr Schrott haben. Sieht so erstmal nicht aus. So, also, wir haben die erste Kiste mit Blumenzeug. Zweite Kiste Erz, Lehm und Sand. Dann kommt die Schrottkiste. Und dann kommt die für Steine. So, da kommt das hier erstmal alles raus. Palmwedel, oh Gott. Die nächste Kiste machen wir für Palmwedeln und Seile. So, die Steine kommen hier raus. Den Nägel kann ich mal nehmen. Der Palmwedel kommt da rein. Und dann sind wir hier schon wieder ziemlich voll. Ja? So, erstmal ein bisschen stacken den ganzen Müll hier. Was haben wir denn da? Da haben wir nochmal Steine. Nehmen wir die mal mit. Hier kommt dann der Plastik rein. Können wir dann auch mal stecken. So. Jo, passt, passt, passt. Ah, langsam kommt hier ein bisschen System rein. Hier ist nochmal Plastik, da waren die Palmwedel. Warte mal, wo war das hier? Die Steine. Da haben wir die Steine. Jo, machen wir hier auch wieder schön stecken hier alles. Passt. Sauber. So. Holen wir hier mal der Plastik raus. Es ist sogenanntes Item-Tetris. Ne? So, das hier alles mal so ein bisschen übereinander gestapelt. Passt, 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 passt. So, was haben wir denn da? Da sind nochmal Steine. Stone, Stone, Stone. Diese Rezepte hier kann ich eigentlich schrotten. Die kann man nicht mal einlesen. Das heißt, ich werde gleich mal schrotten. So, hier ist nochmal Plastik rein. Jetzt bist du bei der Steinkiste. Du blockierst gerade. Okay, so. Nee, Quatsch, das war nicht die Steinkiste. Hier ist die Steinkiste. So, alles wieder mal schön stacken. Und wie wir sehen. Was war das gerade? Seltsam. Okay, also wie wir sehen, haben wir schon eine Menge Steine. Wenn wir was haben, sind es definitiv Steine. So, haben wir. Und wo kommt Seetang hin rein? Da habe ich noch keine Kiste. Es kommt eins nach dem anderen, wie gesagt.
So, das wird hier geschrottet. Was ich jetzt gerade geschrottet habe, bitte auf dem Boden liegen lassen, danke. Auf der letzten Kiste, wo jetzt nichts drin ist, da kannst du den Seetang reinmachen. Gott, wir haben richtig viel Steine. Ach du grüne Neune. Das heißt, ich müsste noch eine weitere Kiste für Steine dann bauen. So, was haben wir da? Kletterpflanzen gelibbert. Das ist das Holz. Das ist das. Hier ist nochmal, was ich schrotten kann. Ich hoffe, das decayt irgendwann. Hier habe ich nochmal Steine. Und hier ist dann nochmal Scheißrezepte. So. Hier ist das Plastik. Die Kiste macht mir noch nicht glücklich, weil das da drin ist. Da ist das glüht. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und hier kommt dann der Seetang rein und der Glibber. So, damit haben wir Seetang und Glibber. Wie geil ist das denn? Was, Luzi? Wille los. Wille los, einfach mal Wille los. So, dann kommt einmal das darauf. Da kommen der Melonas rauf. Hier kommt mal die Kartoffel hin und irgendwo kommt hier gerade der Hai. Ja, da ist wieder ein Hai gepackt. Ich habe jetzt gerade nicht mein Speer zur Hand, das ist ganz blöd. Da ist ja was rausgefuttert. Ja, ich sehe es, wir müssen das nachher gleich reparieren. So, hier ist nochmal Plastik. Warum schon wieder hier in dieser Kiste Plastik ist, weiß ich nicht. Ihr habt es gesehen im Stream. Ich hole da immer den Plastik raus und da ist immer wieder Plastik drin. Ich weiß es nicht, was ist da los? Ja. Und ich mache gar keinen Sein. Das ist merkwürdig. Das ist ein Bug? Ja, aber ich weiß nicht warum. Es ist. Ja, das müssen wir uns nicht fragen, warum. Das ist ein Hersteller-Side-Problem. Jetzt gucke ich nochmal nach, ob nochmal Plastik drin ist. Wir haben schon das soll geleistet, Exos. So, hier ist einmal das. Ah, hier sind noch diese blauen Samen. Da sind die Samen und die Samen. Dann haben wir einmal die Saatgutgeschichte, die Saatgutgeschichte. Hattest du das nicht selbst da hingelegt? Stimmt, ich habe selber reingelegt, stimmt, als ich so panisch ablegen wollte. Stimmt, hat er recht. Da ist doch was gewesen. Stimmt, ich habe es ja panisch reingelegt, weil ich jetzt schnell loswerden wollte. So, hatten wir jetzt unten alles weg? Eigentlich nicht, aber ich werde nicht die ganze Zeit da unten. Gut, pass auf, ich setze wieder einen neuen Kurs. Weil da unten ist noch Kupfererz, ja. Eisenerz. Ja, wir machen erstmal weiter, dass wir erstmal weiterkommen. Damit wir erstmal Standardzeug haben, was da reinkommen, wisst ihr? Ja, ich weiß schon was. Oh, komm, dreh dich mal richtig. Jetzt, so, genau. So, damit wir unser Standardmaterial reinkriegen, damit ich einfach nochmal ein bisschen weiter, weißt du? Weiter, oh Gott. Uah, das ist Loch. Rotieren. Nee, da war ja richtig. Müssen es nur öffnen. So. Gut, wir haben jetzt eine Menge Freiraum geschaffen. Das heißt, ich werde mal hier Plastik rausholen, dann noch gucken, wo ich jetzt überall reparieren muss. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich noch Plastik gehabt hier. So, Plastik. Dann habe ich noch Blumensamen gehabt. Die kommen dann hier mal rein. Blumensamen. Ja, jetzt haben wir schon das Problem, dass ich blaue Blumensamen habe, aber die nicht einlagern kann. Das heißt, ich muss gleich noch meine Kiste bauen. Eine Kiste. Dafür brauchen wir einmal Schrott. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich den Schrott habe. Da ist es gewesen. Einmal Schrott. Ich baue doch gleich ein paar. Ja, ich will nicht zu übertreiben. Ich will es ein bisschen geordnet haben, weißt du? Ja, du hast doch schon geordnet. Also bau noch ein paar Kisten. Pass mal auf, jetzt mache ich das so, dass ich in Ehen die Blüten drin habe und Ehen habe ich dann halt die Saatgut drin. Also vorne sind die Blüten. Hinten ist das Saatgut. Jetzt splitte ich schon mal auf. So, haben wir. Gut. Jetzt schnell die Löcher überall stopfen, die der Hai gemacht hat. Das heißt, einmal hier hinten hat er gemacht. Dann hat er da gemacht, wo Luzi gerade rumtingelt. So. So.
So, hier sieht alles schick aus. Da hinten ist ein Loch und da hinten ist noch ein Loch. So, einmal dahin. Hier ein bisschen aufgesammelt. Hier ist eh Baustelle. Da müssen wir mal gucken gleich mal, ob hier weiterkommen. So. Gott, was für ein Seegang hier, ey. Hier ist was zum Reparieren, wie ich sehe. So, okay, haben wir gemacht. Das Menü übrigens hier von den Hammer haben sie definitiv verbessert. Also wenn ich darüber denke, wie das mit dem, das Menü noch aussah in dem Marathon-Projekt, na, das sah ja noch ein bisschen anders aus. Ne? Haben sie definitiv schon mal schick hingekriegt. So, dann brauche ich Holz. Ich und mein Holz. Dann sollte ich mal gucken, dass ich gleich nochmal große Farmdinger baue. Weil wir haben ja hier die Farm. Hast du das geerntet hier, Luzi? Die Melone? Ja. Okay, gut, 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 gut. Und nicht Neues gesagt, ersetzt, okay. Nein, so. Weil ich keinen Samen habe. Ach so. Du brauchst Samen. Ja, ja. So, also großes Teil, da haben wir's. Da brauche ich viermal Schrott. Eins, zwei, drei, vier. So, dann bauen wir einmal. Dann werde ich das gleich mal setzen. Dann werde ich Saatgut draufschmeißen. So, das eh mal hier rauf. Mittleres, nicht großes. Ja, ja, ist schon klar, mittleres. Ich weiß schon, was ich meine, aber gesagt habe, ja, ja. So, wollen wir kurz mal hier nochmal reinschauen. Das ist das alles, was fertig ist. Also, essenstechnisch sind wir gut unterwegs, Luzi. Was? Wir haben definitiv was zum Futter, ne? Also, verhungern sieht anders aus. Ja. So, das ist sortiert, das ist sortiert. Wo habe ich das Saatgut jetzt gelassen? Hier ist das Saatgut. Wir haben Wassermelonsamen, wir haben Palmsamen. Palm geht nicht. Mango wird Baum sein, das wird auch nicht gehen. Ich kann es mal ausprobieren, ich glaube, das geht nicht. Aber die hier werden gehen. Genau, das geht. Und die gehen nicht. Okay, da brauchen wir definitiv das Große. So, einmal Wasser. Oh, frisches Wasser. Was ist da schiefgegangen? Irgendwie ging das jetzt nicht. Planke setzen. Süßwasser. So, okay. Das sieht irgendwie lustig aus. Die ganze Zeit überspült das, war, aber naja. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Quatsch, hier muss ich doch gar nicht reingucken. Hier wollte ich reingucken. So, jetzt haben wir da alles ditte da. Da haben wir ditte da. Palmsamen sowieso. Und da haben wir das da. So, das heißt, hier nehmen wir mal das Saatgut raus. Das machen wir in der einzelnen Kiste hier rein. Dass ich weiß, dass das da ist. So, dann haben wir hier einmal Kokosnüsse. Da müssen wir mal gucken. Und da haben wir den Melonas. Das heißt, wenn ich die esse, vielleicht kriege ich dann irgendwann mal die Früchte raus. Also die Saatgut, meine ich. So, da holen wir mal das raus, dass wir das ein bisschen sortierter haben. Dann kommen die hier rein. Einmal das hier alles ein bisschen übereinander. Und jetzt haben wir eine gewisse Grundordnung. Wir haben tatsächlich Grundordnung, Luzi. Gut. Ja, ist doch schick, oder? Ja. Wir haben tatsächlich Grundordnung. So sollte es auch sein. Ich glaube, mein Speer habe ich jetzt komplett geschrottet gehabt aus Panik, wa? Damit ich Platz hatte, wa? Das heißt, wir brauchen wieder neue Speere. Gucken wir nochmal kurz nach. Guck mal, hier ist jetzt das normale Ackergut drin. Da ist. Warum ist denn da schon wieder was drin? Hab ich doch alle draus geholt. Da war bestimmt Luzi dran jetzt. So, das hier mal da drin. Aber nicht da. Ich war am Außen. So, das ist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung.
Dit ist in Ordnung, dit ist in Ordnung, dit ist in Ordnung, dit ist in Ordnung, dit ist definitiv auch in Ordnung. Dit ist in Ordnung, da sind die Pflanzen. Halt, da ist Algen drin, Algen kommt da auf der anderen Seite rein. Gut, dass ich das gesehen habe. So, passt. Ach nee, mein Speer habe ich hier, den machen wir dann mal auf 0. So. Ja, das behalten wir mal da. So, dann gucken wir mal, ob wir da nochmal was bauen können. Ja, jetzt kommt wieder die große Brauerei, bis wir hier halt wieder mal ein Boot sehen. Ihr könnt ja mal ein bisschen drauf achten. Dein Speer ist im Inventar. Ja, habe ich schon gerade rausgeholt, danke. Jo, passt. Super, super, super. Wisst ihr, ob man die hier irgendwie für weitere Teile halten, ob wir die reparieren können wieder? Mit dem Brett anscheinend. Okay, passt mal auf. Dann haben wir die Vogelscheuchen wieder aktiv und dann könnte ich mal die Vögel ärgern. Hm? Schauen wir mal. Vögel, Vögel, Vögel. Oder nicht? Nö. Hast du 2 Melonensamen gehabt? Ja, ich habe die 2 reingesetzt. Okay. Alles schon passiert. X entfernen. Rechte Maustaste weitere. Nö. Schade. Das heißt, wir müssten irgendwann mal die Vogelscheuchen abreißen, obwohl neue bauen, wie es aussieht. Welche Vögel einfach mal ärgern will. Aber jetzt kommt hier schön Material zusammen. Das ist sehr schön. Ja, ich nehme ja nichts weg. Das ist sehr nett von dir. Ja, ich kann jetzt nichts mehr machen. Überhaupt nicht? Wenn ich jetzt anfange zu machen, dann klaue ich dir dein Material und du kannst nicht weiterbauen. Naja, notfalls mache ich zwischendurch ein bisschen Farming. Das ist jetzt auch nicht so wild. Jetzt, wo wir neue Farmgüter haben, da ist der blöde Hai wieder. Und der Haifisch hat Zähne. Gerade kommt kein Holz an. Dabei will ich doch gerne reparieren. Erforsch endlich die Schmelze. Haben wir denn zum Erforschen genug? Schauen wir mal nach. Schmelze. Da ist die Schmelze. Dafür brauchen wir ein Trockensiegel. Können wir denn Trockensiegel schon herstellen? Nasser Ziegel. Sand und Lehm. Kann zum Trocknen auf das Floß gelegt. Okay. Machen wir das mal. Trockensiegel. Sand und Lehm. Dauert dann, den dann hinbauen und dann hinlegen. So, wie viel brauchen? Erstmal einen. Da ist der Ziegel, nasser Ziegel. Den sollte ich erstmal hinlegen. Machen wir das mal. Klack, da liegt er. Und dann gucken wir mal, wie viel Ziegel wir brauchen für die Schmelze und dann, wie viel Sand wir dann noch machen können. Ach, ja, 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 ja. Schauen wir mal. Danke für den Hinweis, dass ich da nochmal hingeklickt habe. Ach, ich bin manchmal so verpeilt. Dann kommen wir ja an die anderen Technologien ja dann ran. Oh, wie geil ist das denn? Hallo, Günther. Nee, Hermann heißt der ja bei mir. Bei mir heißt der Hermann der Hammerhai. Auch wenn er keinen Hammer dabei hat. Der hat ihn versteckt.
Lasst euch sagen, der hat wirklich einen Hammer, auch wenn man den nicht sieht. Das ist halt ein Hammerhai, wa? Also. So ein Hai habt ihr noch nie gesehen. Ist er mal noch nass? Nee, ist es nicht. Er sieht noch nass aus. Der ist wett. Kannst deine Treppe höher machen? Insel und eine Plattform in Aussicht. Eher die Plattform. Die Insel ist jetzt gerade nicht so. Oh, doch. Ja, wir brauchen aber Material. Also, na okay, wir holen die Insel auch. Aber erstmal die Plattform oder was wollen die Insel machen? Ja, mach erst die Plattform und dann nehmen wir zur Insel. Gut, okay, machen wir das mal so. Wenn das überhaupt... Ich glaube, es wird aber so nicht gehen. Nee, das kannst du vergessen mit der Plattform und Insel. Es wird nur... Ja, dann mach, weil wir werden kaum Insel. Da sauber hinkommen. Wenn wir dann... Halt, da muss ich schnell einen Anker bauen. Was brauchte ich denn dafür? Anker. Gott, wo waren der hier? Wurfanker. Planke sowieso Stein, habe ich. Also musst du immer bedenken. Wir können jetzt, Ja, wir können das ganze Zeug brauchen, ist mir klar. Könntest du mal Segel Richtung der Insel machen? So? Ja, wir sind auf Richtung Segelinsel. Immer ganz soft. So, Anker. Ja, mal sehen, ob man da rüberspringen kann. Ja. So, jetzt legen wir uns aber erstmal schlafen, damit wir Licht haben. Oh, natürlich nimmt er sich das Bett, was ich schnappen wollte. Plattform auch nicht. Nee, Plattform haben wir noch nicht, aber es kommt. Wie gesagt, Plattform kommt, sobald wir die Bodenfläche komplett groß haben. So, ach, ich habe ja wieder so viel Zeug bei mir. Du machst wieder unten, ich mach oben alles, ja? Ja. Gut. Muss ich erstmal mich hier leer machen. Palmwedeln, das erstmal hier alles wegmachen. Seile. Ah, ich habe eine blöde Kartoffel drin hier, die kann ich erstmal wegessen. So, das erstmal hier alles hin. Dann heike ich hier nochmal Plastik. Das müsste ich auch erstmal nochmal loswerden. Das brauche ich gar nicht auf die Insel rauf. Dann habe ich hier nochmal Steine. Steine ist voll. Ich mache das erstmal temporär. Erinnere mich mal daran, dass ich nachher noch meine Steinkiste bastel, ja? Ja. So, hier ist nochmal Palmwedeln. Boah, wir sind recht leer. Gut, dann kann ich hoch. Juhu! Das war ein geiler Sprung. Rote Blume. So, das haben wir. Läuft am Schnürchen, hä? Gut, dass Morty dir gesagt hatte, bau mehrere Kisten. Ja, hat Morty gesagt. Ich weiß, Morty hat's gesagt. Ja. Ein Glück haben wir schon genug Kisten da. Also, das heißt, wir werden noch eine Kiste für Stein auf alle Fälle bauen. Das ist zu wenig. Ja, das wird noch mehr werden. Aber was ich gerne machen würde, eher nachher Kisten auf Plattformen bauen, weißt du? Ja. Wenn nämlich unten der Hai wegfrisst. Dann haben wir das auf Plattform. Das ist jetzt nochmal ein bisschen Stufe höher, siehst du? Palmsamen! Planke! So, das heißt, ich werde gleich anfangen mit der Bauerei. Ich hab doch gerade drauf gehauen, oder? Ihr habt das doch auch gehört. Ah, da. So, ein bisschen schnell mal was reinziehen. Hier, Fischi. Und irgendwo ist der Hai wieder da unten aktiv. Der blöde Hai. Hier ist noch eine Blume, so. So, ich gehe mal schnell runter, bau mal. Und der scheint trocken zu sein.
Trockensiegel, saugeil. Das heißt, wir können gleich mal forschen. Und wenn da Luzi mit dem Material hochkommt, dann heißt das, dann können wir gleich mal den Ofen bauen und solche Geschichten. So, einmal erforschen. Schauen wir mal nach. Da haben wir ihn auch schon. Da ist die Schmelze. Ja, du hast...